Hi Leute, willkommen zurück zu Lords of the Fallen. So, ich habe mich ein bisschen abgeagiert. Oder besser gesagt, beruhigt. Oh, nichts, wo ich mich abreagieren kann. Du kleines Schwein da unten. Ja, hoffentlich tut's schon weh. Okay. Und mein Seelenquatsch zurück, bitte. Danke. Es ist ja so dunkel hier. Oh! Lass mich raten. Da unten. Ich pack's ja nicht. Oh mein Gott, ich war letztes Mal so kurz davor, hier einen Überrest zu finden. Aha. Oh mein Gott, Leute. So, da muss ich jetzt erstmal zur Himmelsrast. Und dann geht's. Ich brauche mir erstmal. Muss ja erstmal ein paar Larven kaufen, also ein paar Setzlinge. Ich bin einfach zu verschwenderisch mit den Dingern, obwohl ich erst dachte, so, ja, ich habe ja einige, ne? Nee, nee, das kannst du knicken. Chosen bearer of the lamp, like you I serve. So. Als Kragen oder Abzocker. So, und dann. Strahlen, nee, Vitalität, ja, Agilität. Wir brauchen für den nächsten 6100. Das kriege ich doch hin. Hello again, friend. Wenn die halt irgendwas geben würden, die Teile hier. Nee, Regel kriegst du nicht. 1000 gibt das Auge. Komm, dann konsumiere ich halt noch so eine Seele hier. Ach, Kinder. So, erstmal ruhen. Dann gehe ich nochmal hoch zu dem Setzling. Und schaue mich nochmal in Umbral ein bisschen um, weil da haben wir einiges noch nicht geholt. Nee, Kairath ist nicht die Tiefen, waren es das Neueste. Als ebenso mächtiger wie unberechenbarer Zauberer auf der Suche nach Mondstedts angeblicher Laterne der Unsterblichkeit, war Berescu zunächst begeistert, als ihm die Rolle des Lichtträgers zuteil wurde. Doch je länger er dem Umbral ausgesetzt war, desto mehr zerfiel sein Geist. Mit dem Ziel, diesen Prozess aufzuhalten, stieg Berescu in die Tiefen des sonnenlosen Strangs hinab, wo die verbliebenen Fragmente seines Verstands wie vom Winde verwehte Asche verstreut wurden. Er konnte nur noch so lange verloren und wahnsinnig in der Dunkelheit umherirren, bis das Umbral-Licht ihn endgültig verließ. Da steht übrigens bei jedem hier so ein Text dazu. Eigentlich schon krass. So. Gehen wir mal gleich gucken, was im Umbral hier noch wartet. Ey, dass ich halt echt letztes Mal so kurz davor gestorben bin, wie ätzend, oder? Ohne Witz, wie komme ich hier rüber? Der Sprung ist viel zu weit. Kannst du echt nicht sagen, wie ich da hinkommen soll. Ah.
Oh. Oh, das war knapp. Umbrallauge Dieter. Der Dieter. Au. Hi. Habt ihr das gesehen? Er visiert natürlich wieder den am weitesten Entfernten an, nicht der Nächste. Das ist doch unglaublich. Da geht's halt auch noch hin, ne? Jetzt von hinten? Ne. Kein Bock. Au. Hallo. Ich sag ja, die Typen, die hauen mir so eine vor den Latz, aber dann machen sie eigentlich. Dann können die gar nichts. Die sind so zart, dass man die einfach wegschubst. Oh, ich dachte, ich kann hier rüberspringen. Kann ich? Kann ich. Zwar das Bein gebrochen, aber egal. Oh, verbesserte Schlangenölgranate. Ja, das war's wohl, ne? Oh! Bin so krass. Ah! Nicht springen, du Arsch! Ja, ja. So, ich habe übrigens beim Nachspielen noch was entdeckt, als ich letztes Mal wieder runtergerannt bin. Oh, okay. Mit. Ja, ich zeige euch mal was. Achtung, seht ihr da links den Steg? Da kann ich mich draufspringen und dann. Ui. So, und da habe ich hier noch was bekommen. Auf dem Steg. Nämlich das hier: verbesserte verlorene Granate. Eine explosive Waffe aus dem verlassenen Moor. Entfesselt. Bei jedem Treffer eine Wolke aus giftigem Nebel. Was haben wir hier für ein Akt hier? Und die verbesserte Schlangenölgranate. Oh, die ist echt viel besser. Was? Reduziert den physischen Widerstand. Weißt du was? Find ja Gift sehr geil. Test die mal. Oh shit. Ja. Ist er? Ist er. Naja. Mein Speer gefällt mir trotzdem noch besser. Er macht halt noch fett Schaden dazu, ne? Auch wenn die halt doppelt so viel Munition brauchen. Ja, zack. Oh. Selbst wenn man nicht auflädt. Ich noch gucken, wo der hinführt, und dann haben wir alles soweit, hoffe ich. Was doch ein Aufzug. Eieieiei, der geht aber auch ganz schön weit hoch. Das muss. Hier, okay.
Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Au! Muss ich ja nochmal gucken, wie ich hier hochkomme. Runter. Rotenascher. Na, da oben. Nicht dein Ernst. Da oben noch kein. Schaffe ich doch nie. Oh, vergiss es. Na toll. Ja, ich dachte es mir, dass ich runterfalle. Ich bin immer so ein bisschen in den Brain-AFK-Modus, wenn die irgendwo an der Kante stehen, kann das sein. Und nicht recht, dass das er krepiert. Liegt aber der Loot oben, ist eigentlich auch scheißegal. Natürlich liegt oben Loot. Ja. Da krieg ich nicht mal ein Geräusch geschenkt. Komm, scheiß drauf, das ist bestimmt irgendein Ranz. Aber krass, was für ein Shortcut man einfach mal da bekommt, oder? Even. Also von der Reihenfolge natürlich noch hinter Kalrath. Kann es halt sein, dass ich wirklich wenig Lebensenergie habe für meine, für meinen Fortschritt? Kann sein, hä? Heberdolch. Oh, ei. Okay, das sah krass aus. Dolch eines... Okay, der hat heilig, heiligen Schaden. Dolch eines Erhebers der dunklen Kreuzritter. Der ist aber ziemlich crappy, oder? Ach. Ach du Elend, sieht das aus. Jo, das Slope, das sieht echt nach Boss aus. Dann gebe ich kurz mal meine Seelen noch aus, oder? Ne, komm, 1000. Es nervt mich, dass ich die immer aufsammeln muss. Und wenn es mal so 100 sind, die ich dann verliere, ist dann nicht so schlimm, wisst ihr? Was meine ich damit? Das ist dann halt immer so, ach ja, kann man mal verlieren, ist nicht so wild. Warte mal, du hast doch neues Zeug, ne? Hallo again, friend. Oh. So, seht ihr, wenn ich das jetzt verliere, ist nicht so schlimm. Bei dem Bossfight. Das kann man dann mal machen. Dass man die einfach mal liegen lässt. Ich dachte, ich rutsche jetzt so à la Bed of Chaos mäßig. Wow. Ja, war klar, dass ein Boss kommt. Another unfortunate made a slave to unceasing hunger. I pity you. But as bleak as this refuge may be, it is our refuge nonetheless. Thank you.
Aha. And you are not welcome here. Alter. Sie hat eine krasse Rüstung, krasse Waffen. Krasse Frau, ha? Peinigerin Derbla, die gelobte Ritterin. Poison. Wow. Au, au, au. Wow, was? Die hilft noch von oben? Alter, brauche ich denn auch so ewig? Ich dachte, ich muss sie oben töten noch. So wie die Brüder bei Dark Souls 2. Oh, Phase 2, ha? Huh? Natürlich. Kill sie doch einfach, die Kleine. Ach, du Scheiße. Oh Gott, das eingehaltene Versprechen. Oh, cool. Jo. Hat ja lange gedauert. Mann, 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 ey. Dabei lief die Phase, die erste eigentlich ganz cool und dann war leider schon klar, dass das viel zu easy ist, oder? Na, weiß ich nicht. Willkommen heißen. Nee. Aber nicht. Ey.
Oh. Ja, und jetzt wird's halt erst richtig fies, ne? Yes. Es ist down. Ungebrochen bis zum Schluss. So. Wo hört sich das? Was ist denn hier? Warte, erstmal kurz meine Seelen. Die 100. Ach, werde ich hier wieder geheilt oder was? War zu spät. Oh. Wie war das? Das ist sie, die Bossfrau. Wir denken an ein Eigal. Okay, ich dachte, da passiert noch was Fieses. So. Haben wir noch was? Pilzbesetzte Spitzhacke, das war es wohl nicht, was ich von ihr bekommen hatte. Hier, Balkplätze schützen auch nicht. Der Brocken. Rosenkranz der Peinigerin Dervla. Ein Rosenkranz, der einst der Peinigerin Dervla von den Dunklen Kreuzrittern gehörte. Und Ruf des Dunklen Kreuzritters. Ein von den Dunklen Kreuzrittern entwickeltes Werkzeug, das es ermöglicht, über große Entfernungen hinweg zu kommunizieren. Wow. Und Andenken an das eingehaltene Versprechen. Ein paar Armreifen mit Blumen. Ich finde das immer noch doof mit dem Inferno und der Strahlung, dass man das braucht. Bei perfekten Blocken wird Schaden verursacht.
Und Nebenfassungseffekt Furchtwiderstand. Ah. Interessant. Sucht Reste. Was? Überall diese Nägel immer, ne? Das sind ja auch die Dinger, die komischen brennenden Holzblätter da abschießen. Also die Toten. Sucht Reste. Okay, dann suche ich mal Reste. Reste essen. Zurück nach Himmelsrast. Ja, es sind halt wieder so viele Mysterien, die sich mir hier nicht erschließen. Warum brauche ich jetzt da Reste? Bitte? Aber warum? Ich überlege gerade, soll ich mir schon mal so einen Umbral-Ding kaufen? Nee, lieber nicht. Diese Maden, dass ich mich umskillen kann. Am Ende wird er gleich benutzt. Das will ich ja noch nicht. Oder will ich das? Ich weiß halt gar nicht mal, ob ich den Level hätte jetzt, dass ich... ich was damit anfangen könnte. Skaliert hier immer noch B- mit Stärke, das Ding. Gucken wir hier nochmal für brauche. 13 Inferno, das waren 5 Level-Ups. Hier 16 Inferno. Ich habe halt so wenig Pflegewaffen. Blutung. Hat Feuer. 13 Inferno, kriege ich das hin? Also 5 Level-Ups kriege ich auf keinen Fall. 3 kriege ich. Ich würde halt wirklich gerne mal die Flegel ausprobieren, vor allem wenn die noch Bluten haben. Wobei mir Gift noch lieber wäre, weil Bluten, weil Feuer ist nicht so geil irgendwie, finde ich. Hat halt auch nicht viel skaliert auf C- mit Inferno, das ist auch nicht so geil. E mit Agilität. Hätte ich von dem hier 2, wäre das cool, weil der hat Feuerschaden. Oder soll ich die einfach mal probieren, die beiden? Die beiden Flegel. Der Schaden ist mir eigentlich relativ egal. Der Bonusschaden meine ich. Angriffsfolgen sind generell nicht so geil, leider. Aber braucht halt auch nicht viel Ausdauer, das Ding, ne? Wir leben beide auf Agilität. Dann kriege ich die noch. 2. Ah, kostet 3500 jetzt. Aber ich hätte auch genug dafür. Oh, scheiß drauf, ich behalte die Hellebarde. 296. 1200. Ich genug. Ach, 3, 5. So. So, dann das. Ah, die nächste ging auch gar nicht mehr.
Aber er hat dann B auf Stärke und C auf Agi. Ah, krass. Ich glaube, ich brauche einfach die letzte Runentafel noch. Es gibt ja drei, hieß es. Vielleicht kann ich dann ja auf Geschicklichkeit umbauen, das Teil. Aber ich weiß gar nicht, wo die sein sollen. Wahrscheinlich immer in Kalrath, aber wo genau? Ah. Hello again, friend. Hello. Is it me you're looking for? Nee. Ich würde mir gerne noch die Brocken kaufen, aber das spare ich mir noch ein bisschen vor. May your path be blessed. So, wie wäre es? Ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich das gesehen habe mit dem Farming. Waren das jetzt? Boah, nee. Zirk. Wirtshaus, da war es nicht. Minen war es auch nicht. Was im Bezirk? Nein. Aussichtspunkt könnte es gewesen sein. Ja, ich glaube, der Aussichtspunkt war es. Warte mal. Das ist gar nicht mal so schwer. So. Also hier, nee, hier war es nicht. Moment. Ich wollte dir mal zeigen, wo ich gelesen habe, dass man saugut Dings farmen kann hier. Wo war es nicht? Glockenraum? Was für Glockenraum? Ja. Ich glaube, der Glockenraum war es. Jo, und hier geht's ja auch noch weiter. Na, der Typ ist weg, seht ihr? Der Schaufelmann. Mal Platz hier. War das hier? Nee. Scheiße, das war gar nicht hier. Hier. Mist. Au. Machen immer noch so einen hellen Schaden, die Arschgeigen. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich die Leiter runtertrete. Nee, ich weiß, wo es war. Warte. Ich weiß, wo es war. Und da kann man dann wohl sehr gut farmen. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, teleportieren. Heiligtum war es nämlich. Ich muss gerade überlegen, weil da muss... Da muss wohl ein sehr langer Aufzug runtergehen. So, pass mal auf. Hier lang. Ja, die ganzen Glocken zerstört, ich lieb's. Die ganze Scheiß kaputt. So. Diesen Aufzug hier meine ich. Gehen wir in Umbral und warten einfach eine Weile. Und dann zeige ich euch, was ich meine. Braucht er immer noch? Was? Okay. Ja, also hier soll man dann so locker 500.000 in der Stunde packen. Bin mal gespannt, aber jetzt machen wir einen kurzen Cut
Und das Gesicht da vorne, dieses riesige Vieh. Und dann hoffe ich, es klappt, was ich euch zeigen will. So, jetzt sind wir in der Phase, wo es gleich losgehen sollte. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. So, jetzt müsste er spawnen da oben. Ja. Ich glaube, er ist da oben gespawnt. Ja, und jetzt ist es eigentlich ziemlich scheiße, weil wir können nicht mehr heilen. Aber wir haben ja hier... Oh, das... Okay, das wirkt jetzt nicht. Ja, wir können aber die Steine nutzen. Und hier unten können wir jetzt die ganze Zeit irgendwelche Viecher hauen, weil er spawnt übrigens nicht nach, der Typ. Er bleibt jetzt oben die ganze Zeit. Und das sollte uns eine ganze Menge Zeug jetzt einbringen. Alter, guck mal, der kleine Typ. Oh, da ist er doch. Shit, okay. Schnell dieser Typ, ne? Warum treffe ich ihn nicht? Oh nein, okay. Ja, ich habe das zumindest gelesen, dass man so eine ganze Menge Seelen farmen kann. Aber er ist jetzt doch nachgespawnt. Normalerweise bleibt er nämlich oben. Und man kann die ganze Zeit die Gegner unten weghacken. Und bekommt dann richtig viel... Ihr habt es ja gesehen, ich bekomme richtig viel Seelen von denen. Das Ding ist nämlich, wenn man den killt, den Kerl, dann spawnt er nach 3 Minuten, glaube ich, wieder. Ja, und wie gesagt, ich wollte... Oh, wie cool der einfach mal die Treppe runterrollt. Ich wollte es halt mal testen. Seelenfarming. Aber krass, guck mal, wie die Gegner immer noch so viel Schaden fressen hier. Aber ganz vom Anfang. Ja, da oben liegt ja noch was. Da noch was. Ist nicht alles gesammelt? Ich meine, ich hätte alles gesammelt hier. Aber offensichtlich ja nicht. Naja, auf jeden Fall, das ist wohl eine ganz adäquate Methode, wenn der nicht nachkommt, um ganz viel Seelen zu bekommen. Widerstandsbalsam. In der Pfütze Blut gefunden übrigens. So, dann gehen wir nochmal zum Heiligtum. Oder Glockenraum besser. Nicht Heiligtum. Und dann hoffe ich mal, ich komme da jetzt zurecht, weil da kommen ja wieder ziemlich starke Gegner. Also hier.
Oh shit. Oh shit. Hä? Alter. Renn mal dein Schiss nicht hier rum. Oh na. Okay. Alter. Kannst du mal übertreiben, Buddy? Lustig, wie die da draußen vor der Tür rumrennen, die beiden Typen. Oh, Ruck, Kraftmotte, Munitionstasche. Ja, ja, ja. Das Lustige ist, ich muss die gar nicht besiegen, die Arschgeigen. Ah, cool. Ah! Oh mein Gott! Wow, du bist so ein blöder Arsch, ne? Da kriegt der mich natürlich. Ich wollte gerade Speere werfen auf den Boden, aber nö. Nö. Nö, nö, nö. Ich rate, ihr seid wieder unverwundbar, ne? Ja, ja, ja. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. So, jetzt ist erstmal Ruhe. Was sind sie denn? Was sind denn meine Stachelköpfe? Das Teil, was euch beschützt. Hä? Oh, ich hab nicht mal ein Speer in der Hand eben. War nicht so zornig. Keine Munitionstasche mehr. Schade. Ich hab noch die großen Munitionstaschen. Ja. Was ist die Frage, will ich die dann alle verwenden? Ja, im Austausch gegen Kraft zum zuletzt ist halt auch so dumm, ne? Das hier, das soll ich mal nutzen, diese Kraftmotte. Mann. Oh, der macht ja richtig voll. Ja.
Bombe, wie gesagt, auch ganz geil, aber... Der macht halt mehr Schaden. Warte mal, ich habe da noch die Schwächungs... Ja. Ah, jetzt kriegst du doppelt so viel. Ah, oh, Mist. Ein bisschen Schiss vor denen. Ah, ich hab's gewusst. Nein. Oh. Jetzt peitschen sie sich wieder. Warum taucht das Ding jetzt erst auf? Egal, Leute, ich mach mal Schluss hier. Irgendwie enden die Parts immer damit, dass ich sterbe am Ende. Es ist so schön. Ja. Komm, ich mach mal Schluss. Ist ja auch egal. Da kommen die Seelen, hol ich mir wenigstens noch wieder. So. Jedes Mal endet es damit. Tschüss. Au. Trifft er mich durchs Brett, bitte? Ey. Ja. Oh mein Gott. Verreck. Schwächung ist schon ganz geil. Weg mit dem Scheißteil. Wer hat mein Kram? Ich brauch das wieder, ja. Oh, die halten aber was aus, diese Mistviecher. Das ist der Armbrustmann. So. Sogar diese Billo-Typen sterben nicht nach dem ersten Treffer. Ihr Ekelhaften.
Ah. Ärgerlich. So. Oh shit. Nein, lass mich. Oh. Ihr seid so gemein. Ja. Drei von denen muss es aufnehmen, weißt du? Alsan. Nach der Hingabe. So, jetzt aber ist Schluss hier. Ich schmeiße euch jetzt raus. Aber erst noch mal ganz kurz gucken, was die Macht der Hingabe ist. Ein Hammer, der heilige Schrift trägt, hat heiligen Schaden. Okay. Großhammer. Und ich kann ihn natürlich nicht tragen, weil ich Stärke 28 und 28 Strahlen brauche. Okay, bin ich nicht anders gewohnt. Anscheinend ist die Agilitätsskillung nichts wert. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen farmen und dann hole ich mir so ein Ding und skill mal auf Stärke und Strahlen. So, ich danke euch fürs Zusehen, für die Likes, für die Kommentare und tschüss.